Mein Name ist Reinhold Ewald. Ich bin Kollege von Alexander Gerst, dem ESA-Astronauten, der zurzeit auf der Internationalen Raumstation arbeitet. Alex macht ja viele Facebook-Einträge, Bilder, Kommentare. Und da gibt es Fragen, die er natürlich nicht beantworten kann. Er ist ja noch sehr beschäftigt da oben. Ich versuche das mal an seiner Stelle, indem ich mir hier eure Fragen und Kommentare anschaue. Hier schreibt Alexander Gerst, Preparation for Dragon Track and Capture in the Cupola. Also ein Bild, das ihn in der Aussichtskanzel der Raumstation zeigt, mit allerhand Steuergeräten für den Robotarm in der Umgebung. Und Michael Tonn macht sich Sorgen, hat man da überhaupt Platz drin? Ja, man hat Platz drin. Die Cupola ist ein sehr beliebter Platz, sodass man also zwei oder drei Mannschaftsmitglieder zumindest mit ihren Köpfen da drin unterbringen kann. Und auch dieses robotische Steuerequipment hat da seinen Platz gefunden in der Cupola. Manuela Klier, wie kann man sich nach solchen Erlebnissen wieder an das irdische Leben gewöhnen? Da kann ich ja nur aus eigener Erfahrung sagen, das geht ganz gut. Man hat eine großartige berufliche Erfahrung mit von einem solchen Flug gebracht. Man möchte das natürlich in Projekten auch jungen Professionellen weitergeben oder in Universitäten oder bei Vorlesungen. Das tun Astronauten ja ganz viel. Und die meisten bleiben dann in einer Karriere, wo sie ihre Raumflugerfahrung am besten in neue Raumflugprojekte auch einbringen können. Wer putzt euch eigentlich die Fenster von außen? Nun, das ist eine Frage von Carsten Brandes. Gut nachgedacht, natürlich. Die Fenster brauchen Pflege und da haben wir einen Alien-Putzfisch engagiert, der in der Nacht, wenn wir schlafen, da die kleinen Verunreinigungen von dieser Scheibe saugt. Nein, Schatz beiseite, da kann natürlich keiner so richtig ran. Die Fenster leiden unter Beschuss, unter Mikropartikelbeschuss. Deshalb werden nach Benutzung auch da Shutter, also Schließflügel, vorgesetzt, sodass die wertvollen Scheiben nicht allzu schnell grau werden. Dann schaue ich hier auf das Bild von Alexander Gerst, wo er seinen Crewmate, also seinen Kollegen Reid Wiseman, durch ganz viel Equipment hindurch sieht. Marco Decker fragt zu diesem Foto, wenn man immer so die Indoor-Fotos der ISS sieht, sieht das irgendwie nicht wie Hightech aus, sondern eher wie zusammengebastelt. Geht es nur mir so? Naja, also es ist ein bewohnter Raum und die Leute an Bord der Raumstation, die Sechse, die richten sich den Raum auch ein bisschen ein. Da ist nicht alles nach genauen, mit dem lineal gezogenen Maßstäben da angebracht. Vieles floatet da auch auf Reserve rum. Hightech sowieso ist so eine Sache. Wenn man sich zum Beispiel die Rechner der Raumstation betrachten, dann ist das nicht das neueste Modell, was gerade vorgestellt wird, sondern die durchlaufen natürlich einen langen Prozess, wo sie sich Raumfahrt qualifizieren müssen, wo die Chips einzeln betrachtet werden, ob die der Strahlung widerstehen etc. Und da kann also die Hightech-Front auf der Erde schon eine Weile weg sein und auf der Raumstation ist noch gutes, altes, bewährtes Equipment in Benutzung. Aber im Prinzip sind wir natürlich an der vordersten Front dessen, was wir da oben einsetzen mit der Technologie. Ein Bild von Alexander Gerst, das er so kommentiert, das Columbus-Laboratorium der Europäischen Weltraumorganisation ESA, vollgepackt mit spannenden Experimenten, die ich bald installieren werde. Und dazu hat Thomas Pitschner folgende Frage. Hätte man die ganze Kabellage nicht mit ein bisschen Gipskarton verkleiden können? Das müsste ich jetzt meine Sicherheitsfachleute fragen, ob es Gipskarton zu den zugelassenen Stoffen an Bord der Raumstation zählt. Aber wenn man das Bild mal genau betrachtet, dann sind die Kabel ja alle an der Frontseite der Geräte, die da eingebaut sind. Und lieber Thomas Pitschner, Sie haben gar keine Ahnung, was hinter den Geräten noch an Kabeln liegt. Die Kabelbäume des Columbus-Laboratoriums sind enorm dicht und konzentriert geführt. Columbus ist auf eine bestimmte Länge zusammengedrückt worden, bei gleicher Funktionalität. Das heißt, wir können dieselben Anzahl von Experimenten im Columbus machen, bei einem Drittel der Länge des japanischen Moduls. Und das kann man sich vorstellen, hat dazu geführt, dass alle Schläuche, alle Leitungen und auch die Kabel extrem dicht aneinander geführt werden. Also das ist hier nur ein kleiner Eindruck von dem, was wirklich hinter den Kulissen von Columbus steckt. Sabine Hilger schaut sich dieses Bild an und sagt, wo soll da noch was installiert werden? Sieht für mich total voll aus. Tatsächlich ist es so, dass wir in den Schrankplätzen
des Columbus-Moduls immer mal wieder Platz schaffen für neue Experimente. Und was wir da sehen, das sind die großen Kisten, die das EML-Experiment darstellen. Das heißt den Electromagnetic Levitator, ein Experiment, was Alexander Gerst inzwischen in der Raumstation installiert hat, in einem der freien Schränke, und das bald in Betrieb genommen wird. Jetzt mal eine Hommage an die Kollegen, die entweder schon an Bord der Raumstation waren aus dem ESA-Astronautenkorps oder noch an Bord der Raumstation kommen. Denn Alexander Gerst schreibt, etwas kryptisch vielleicht für die, die mit der Namensgebung von diesen Astronautenklassen nicht vertraut sind: Can't wait for the next four versions of this series. Go Shenanigans 09. Dazu muss man wissen, dass die Klasse, die ESA 2009 rekrutiert hat, die sechs jungen Astronauten, sich Shenanigans genannt haben. Und zwei von den Shenanigans waren schon oben. Vier kommen noch an Bord der Raumstation. Die nächste, die an Bord der Raumstation sein wird, endlich meine Frau, ist Samantha Cristo Foretti, eine ESA-Astronautin mit italienischem Pass.